Dendrobaden-TV. Auf diesem Kanal zeige ich euch meine Tipps und Tricks zum Thema Terrarienbau, Gestaltung und Bepflanzung, sowie meine Haltung vom Pfahlgefrischen und vieles mehr. Ich möchte euch meinen Weg zeigen und wie ich es mache. Es muss nicht immer für jeden der richtige Weg sein. Bitte informiert euch nicht nur auf YouTube, sondern auch bei richtigen Züchtern, in Fachbüchern und in Zoogeschäften. Unser heutiges Thema. Hallo und herzlich willkommen in mein Terrarium. Heute geht es um das Thema Beredungsanlage. In meinem Fall jetzt für den Dendrobaden, also für den Pfahlgefrosch. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Varianten. Es gibt auch zahlreiche Beredungsanlagen und die möchte ich euch heute mal zeigen. Und dieses Video hier ist ein Update. Ich habe schon mal ein Video gemacht über die Beregnungsanlage und ich habe mir damals auch selbst eine gebaut, also das war nur so eine Tropfanlage, aber ich möchte mich hier natürlich auch verbessern auf meinem Kanal und deshalb mache ich jetzt hier draus ein Update. Es gibt einige Beregnungsanlagen auf Amazon oder in Zoogeschäften zu kaufen, zum Beispiel die Super Rain Nano, Super Rain 2, Reptil Rain, Monsoon von Exoterra und viele, viele mehr. Und ich benutze in meinem Terrarium jetzt die Super Rain 2. Und ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Ich habe sie damals bestellt von Amazon. Sie wurde auch mitgeliefert mit 4 Düsen. Meistens kann man dann auch noch mehrere Düsen mit anschließen. Nur dann ist der Druck nicht mehr ganz so stark auf jede einzelne Düse und es regnet nicht mehr so stark heraus. Aber dafür hat man halt eben mehrere Punkte, aus denen der Regen austritt und man kann dann somit das ganze Terrarium beregnen lassen. Man muss aber da ein bisschen schauen, also zum Beispiel nochmal 10 Düsen mit dranhängen, das würde zum Beispiel nicht mehr gehen. Da würde es dann nur noch heraustropfen und nicht mehr richtig sprühen. Der YouTuber Canigo hat dazu auch ein sehr interessantes Video gemacht. Er zeigt in diesem Video auch, wie er diese Beregnungsanlage zusammensteckt. Eine Beregnungsanlage soll in einem Dendrobaden-Terrarium überhaupt nicht fehlen, da ja die Frösche das Wasser mit der Haut aufnehmen. Man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man ein Nano-Terrarium hat, also ein kleines Terrarium, kann man sich jetzt auch einfach nur einen Blumenbestäuber kaufen, aber man sollte wirklich täglich sprühen. Also man sollte schon 2 bis 3 Mal am Tag sprühen, das ist wirklich sehr wichtig, da sonst die Frösche dehydrieren könnten und das ist ja auch nicht gut. Die Luftfeuchtigkeit sollte in einem Dendrobaden-Terrarium immer so um die 70% betragen und das kann man am besten mit einem Hygrometer ablesen. Das kann man sich jetzt auch in einem Zoogeschäft oder auf Amazon kaufen. Und deshalb bin ich auch ein Fan von Beregnungsanlagen, da in viele Beregnungsanlagen auch gleich eine Zeitschaltuhr mit verbaut ist. Dann kann man so einstellen, ja okay, jetzt lasse ich es mal früh, Mittag und Abend jeweils für 2 Minuten regnen. Und dann kann man auch ganz entspannt mal rausgehen und fortgehen und seinen ganzen Alltag einfach erledigen, ohne ständig zu Hause zu sitzen und das Terrarium beregnen zu lassen. In der Super Rain Nano und in der Super Rain 2 ist jetzt keine Zeitschaltuhr mit verbaut. Man kann sich aber ganz günstig auf Amazon oder in einem Zoofachhandelgeschäft sich eine dazu kaufen. Und man kann dann auch variieren, zum Beispiel, okay, jetzt lasse ich es mal um 8 Uhr in der Früh mal für 2 Minuten regnen, dann nochmal mittags rum und nochmal abends und ich bin davon wirklich ein Fan. Vor allem, wenn ich dann mal nach Hause komme und ich sehe, oh, jetzt regnet es gerade, alles läuft von ganz alleine, das gefällt mir richtig gut. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja okay, ich lasse es mal in der Früh mal regnen und dann irgendwann am Nachmittag, aber in der Zwischenzeit trocknet ja das Terrarium auch wieder aus und ich habe dann nicht konstant diese Luftfeuchtigkeit. Also die Luftfeuchtigkeit an sich bleibt vermutlich nie konstant gleich, aber ich kann euch nur einen kleinen Tipp geben, in so einem Dendrobaden-Terrarium sollte Moos auf gar keinen Fall fehlen. Da ja das Moos das ganze Wasser auch speichert und es immer wieder abgibt, herrscht in eurem Terrarium so gesehen immer so einigermaßen eine gleiche konstante Luftfeuchtigkeit. Die Super Rain Pumpen sind große Pumpen mit einem Ansaugschlauch und die brauchen natürlich auch noch einen Behälter, aus dem sie das Wasser auch noch entnehmen können. Und jetzt noch kurz zu dem Thema Nebelbestäuber für das Terrarium. Da gibt es auch einige Produkte zu kaufen. Ich selbst habe es auch sehr lange verwendet. Ich finde, es schaut richtig cool aus, wenn das Terrarium so neblig ist. Hat auf alle Fälle einen coolen Effekt. Aber es wurde ja auch schon öfters berichtet, dass viele Reptilien und Amphibien davon eine Lungenentzündung bekommen. Also nicht falsch verstehen, ich will jetzt dieses Produkt jetzt nicht komplett schlecht reden. Ich meine, ich habe es auch sehr lange verwendet, aber man könnte damit auch negative Erfahrungen sammeln.
Und jetzt noch ein kurzer Punkt zum Wasser. Und zwar könnten eure Düsen sehr leicht verstopfen, wenn das einfach nur Leitungswasser ist, da es ja doch sehr kalkhaltig ist. Und deshalb koche ich da gerne mal mein Wasser ab oder ich nehme Osmosewasser oder Regenwasser. Und das ist auch gut für die Frösche. Ich habe mir trotz alledem auf Amazon noch so einen Drucksprüher gekauft und darin fülle ich öfters mal meinen Quappentee ein. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie man den Quappentee zubereitet. Das ist ein Wassergemisch aus Erlenzapfen und Eichenblätter und ist sehr gut für die Frösche, für die Haut und für die Gesundheit. Es ist jetzt nicht unbedingt zwingend, aber man kann das natürlich auch machen, wenn man jetzt Zeit hat und ich mache das richtig gern. Vor allem für die Zucht von Pfahlgefröschen ist Quappentee aus meiner Erfahrung her eigentlich nicht auszuschließen. Ich finde es wirklich sehr gut. Ich verwende es auch sehr gerne und dazu mache ich auch noch ein Video. Okay, und jetzt kommen wir mal noch kurz zum Wasserzyklus. Und zwar sollte Wasser im Terrarium eigentlich nie wirklich immer stehen bleiben. Man kann es schon machen, aber man sollte auf jeden Fall alle 2 Wochen dann das Wasser auch drin wechseln mit einem Schlauch. Da sich dort in diesem Wasser auch viele Bakterien anhäufen und Bakterien sollte man natürlich immer vermeiden. So ein altes Wasser entwickelt sehr schnell Bakterien. Und das war auch ein Problem in meinem alten Terrarium. Dort hat sich das Wasser immer angehäuft, also es ist kein Problem, wenn man das Wasser dann auch ständig wechselt, aber man muss es halt wirklich auch spätestens alle zwei Wochen auch wechseln. Und deshalb habe ich das jetzt in meinem neuen Terrarium anders gelöst, durch einen Abfluss. Dort fließt das alte Wasser einfach ab in einen Behälter und aus diesem Behälter kann ich dann auch gut das Wasser wieder wechseln. Auf meinem Kanal habe ich auch einige Videos gemacht, wie ich mein Terrarium gebaut habe, wie ich diese Rückwand gebaut habe und wie ich es dann auch bepflanzt habe. Viele von euch sagen jetzt, ey, du hast ein Holzterrarium, das ist ja nicht langlebig. Wie kann denn das eigentlich sein? Das kannst du doch nicht bringen. Du kannst doch nicht so ein tropisches Terrarium aus Holz bauen. Also eins will ich dazu nochmal kurz sagen. Wenn die Rückwand und alles andere komplett abgesiegelt und wasserdicht ist, komplett wasserdicht, dann könnte das die Außenhülle von dem Terrarium zum Beispiel auch aus Wackelpudding bestehen. Sobald kein Wasser durch die Rückwand oder durch den Boden oder durch die Decke hindurchdringt, ist es völlig egal, aus was das Terrarium besteht. Die Voraussetzung ist nur, dass wirklich alles zu 100% wasserdicht ist. Ja, also das mit dem Wackelpudding, das war jetzt natürlich nur ein übertriebenes Beispiel. Ein guter Vergleich wäre jetzt zum Beispiel, wenn man sich einen Gartenteich in seinen Garten reinbauen möchte und gräbt einfach nur ein Loch und dort schüttet man dann das Wasser hinein. Irgendwann versickert natürlich dann auch das Wasser in der Erde und das erfüllt dann auch nicht seinen Zweck. Aber wenn man eine komplett zu 100% wasserdichte Teichfolie reinlegt, ist es komplett egal, das Wasser bleibt drinnen und gelangt nicht in die Erde. Aber trotz alledem für den kompletten Anfänger wäre ein Glasterrarium schon vorteilhaft, da er ja dann auch nicht so viel Erfahrung mit Terrarium-Rückwand hat. Und natürlich will man auch, dass das Terrarium lange hält und deshalb würde ich euch trotz alledem ein Glasterrarium empfehlen. Und dieses Video soll jetzt nicht speziell Werbung für meine Beregnungsanlage sein, ich wollte euch nur mal meine vorstellen. Ich habe jetzt auch Interesse halber mal meine SuperRain Nano und meine SuperRain 2 zusammengesteckt, also so, dass die als 1 wirken und habe somit dann meine Düsen angeschlossen. Also das geht ab, das ist der absolute Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, ob das auch langlebig ist. Ich habe das jetzt einfach nur mal rein Interesse halber mal so zusammengesteckt, um zu sehen, wie stark das ist jetzt regnet. Also es geht schon ziemlich ab, aber ich weiß nicht, ob der Druck für die Schläuche ausgelegt ist und deshalb werde ich es auch wieder auseinandernehmen. So, und das war es jetzt auch mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Die Hintergrundmusik, die was ihr gerade eben gehört habt, die ist von mir und von meiner Partner-Musikband. Und wir produzieren unsere eigene Musik. Ich produziere meine Musik mit der Loopstation, mit der RC505 und echten Instrumenten. Falls ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mal auf diesen Kanal mal drunter sehen oder bei meinem Partnerkanal mal vorbeischauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!